Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch. Sie fahren mit einem Intercity-Zug von Linz nach Attnack-Puchheim. Und das ist heute unser Auftrag. Dementsprechend schön, dass ihr wieder da seid zum Train Simulator 2021. Ein riesen Dankeschön an RSSLO, die uns einen Key zur Verfügung gestellt haben für ihre neue Route Freilassing Linz. Vielen, vielen herzlichen Dank für euer Vertrauen. Dementsprechend schauen wir uns das Ganze hier heute dementsprechend mal an. Wir werden mal hier die Fahrgäste schon einsteigen lassen und dann werden wir uns mal ein bisschen uns drüber unterhalten. Das ist hier also Linz, ja, wie wir es unschwer sehen können. Zip, schwenken wir mal ein bisschen raus und guckt euch mal diese riesen Bahnanlage hier an. Wahnsinn! Das sieht auch echt hübsch alles aus. Ich bin hier natürlich schon mal ein bisschen Probe gefahren und dementsprechend, wow, also das ist super schön gebaut hier alles. Also die ganzen Details, die hier drin stecken, aber das werden wir jetzt wohl alles, ja, jetzt mitten auf der Tour sehen. Ihr seht, es regnet mal wieder, schön, da freue ich mich. Aber wir kriegen das Ganze hier hin, fahren hier mit dem netten Taurus. Den haben wir nun relativ selten hier im Einsatz. Aber wie gesagt, heute geht es dann mal los mit der ÖBB. Und dementsprechend, ja, ich steig mal ein und ruste mal das Ganze mal hier ein bisschen auf. Und dann gucken wir mal, wie die Fahrt hier heute wird. So, Stromabnehmer war eigentlich schon um gewesen. Ich mache es trotzdem nochmal, damit das Ganze hier auch passt. Wir werden jetzt hier erstmal die Scheinwerfer anmachen, die Instrumentenbeleuchtung. Wir haben den Richtungswender vorwärts gemacht und schalten schon mal die PZB an, die SIFA machen wir an, damit das Ganze auch passt. Machen wir ein bisschen Fenster runter, das ist stickig hier drin. So, regnet zwar, aber geht schon. Hauen jetzt hier noch den Scheinwischer an und dann sind wir eigentlich soweit schon startklar, dass wir jetzt hier loslegen können. Können das Ganze jetzt hier schon mal so ein bisschen einstellen auf 120. So, wir haben auch, können losfahren. Wie gesagt, Schienen sind rutschig, da ist ja nun mal ein bisschen regnet. Also mit ein bisschen Vorsicht hier. So, PZB, wenn wir das Ganze schon mal quittieren. Wir haben Fahrt, wir dürfen. Und dann geht's erstmal raus hier aus dem Bahnhof von Linz. Nächster Halt ist dann Wels. SIFA bestätigen. Und los geht's. Mit 60 erstmal raus, Gleiswechsel und dann dürfen wir mit 120 weiter. Deswegen werden wir mal schon mal ein bisschen Schub rausnehmen, können ganz entspannt ein bisschen rausrollen, müssen ja nicht hetzen. So, perfekt. Gleiswechsel vollzogen. Jetzt warten wir nur noch, bis die Waggons hinten drüber sind und dann passt das. Ja, das ist, wie gesagt, ist ihr neuestes Werk, was auf der Seite von RSSLO natürlich verfügbar ist. Ich packe euch den Link selbstverständlich unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend kaufen. Und wie gesagt, ausländische Strecken sind wir eigentlich ja nicht so der Profi drin. Da gibt es natürlich viele, viele andere YouTuber, die machen das tausendmal besser, haben natürlich auch dementsprechend die Ahnung. Also bitte verzeiht mir hier sämtliche Fahrfehler oder sonst irgendwas. Ja, Eisenbahnfahren ist dann doch oder Züge fahren ist doch ein bisschen was anderes. Aber wir kriegen das Ganze hier, denke ich mal, schon hin. So, 120, dann können wir jetzt schon mal die AFB einschmeißen und volle Pulle durchdrücken. Und die AFB für uns arbeiten lassen. Wundervoll. Müssen nur noch die SIFA bestätigen. Und dann geht's raus Richtung Wels. Wir haben insgesamt drei Halte. Also einmal Linz, dann haben wir Wels. Und zu guter Letzt haben wir dann Puchheim. Der haufenweise Traktoren werden gerade geliefert. Wundervoll. Somit springt die LZB an. Oh,
Heieiei, das war in der Probe auf, also im Probespiel war das Ganze nicht gewesen. Normalerweise läuft der Train Simulator relativ gut. Nach dem Trick, den man ja hier gefunden hat, dass man das Ganze hier auf 30 FPS beschränken kann, läuft das Ganze tatsächlich auch ruckelfrei. So muss das sein. Immer ein bisschen schade, dass man immer sowas denn irgendwo im Internet findet. Ja, dass es hier keine richtige und wirkliche Anleitung dafür gibt. Train Omsi TV letztens bei seinem 24-Stunden-Livestream genau die gleichen Probleme gehabt, wie wir sonst immer. Aber wenn einer dabei ist, der das weiß, ja, dann funktioniert das Ganze auch. Dann kann man das gerne weitervermitteln. Aber das ist dann halt immer so ein bisschen, ja. Diese Woche wird es ein bisschen anders. Ich hatte es ja angesagt, wir sind jetzt mittlerweile im Oktober. Und wie ihr wisst, bin ich jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber unterwegs. Das Ganze ist natürlich jetzt für mich komplettes Neuland. Ich muss mich komplett neu reinfinden. Aktuell bin ich jetzt bei der Streckenkunde unterwegs. Ich muss mir jetzt die ganzen Strecken vom Bus jetzt einbringen. Und dementsprechend, ja, werde ich jetzt nicht mehr hundertprozentig für euch jetzt da sein können. Ja, aber es ist so, dass jetzt auch der Fasus und der Dennis jetzt hier Videos veröffentlichen werden. Jetzt diese Woche. Das bedeutet, wir wechseln uns so ein bisschen ab. Ja, also, sodass ich dann 3 Tage am Stück mache. Also nicht am Stück, sondern 3 Tage die Woche mache. Kommentierte Videos von mir. Und die anderen 3 Tage machen dann natürlich hier die Kollegen. Und so wie es jetzt ausschaut, ist Fasus jetzt mit 2 Videos dran. Allerdings, dort muss ich sagen, diese Videos sind komplett unkommentiert. Aber ein Projekt, welches wir bis dato so noch nicht auf dem Kanal haben. Und dann ist einmal Dennis dabei, der natürlich auch was aufnimmt. Diese Videos sind dann kommentiert. Nicht, dass ihr euch wundert, dass da auf einmal eine andere Stimme spricht. Wir hatten das ja im Livestream, hatten wir das ja schon mal so ein bisschen besprochen gehabt, wie wir das jetzt zukünftig handhaben wollen. Und in dem Ankündigungsvideo, wie das zukünftig jetzt hier auch erstmal auf dem Kanal weitergeht, habe ich das ja auch schon mal als Idee schon mal so angedeutet, dass das in etwa so jetzt kommen wird. Und es nimmt mir natürlich schon so ein bisschen die Zeit weg, wenn ich natürlich 3 Videos weniger machen muss pro Woche. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das halten können, ja, dass ich wenigstens 3 Videos schaffe diese Woche oder ob wir das Ganze dann nochmal ein bisschen anpassen müssen, dass vielleicht doch die Jungs nochmal ein extra Video nochmal machen müssen. Aber wie gesagt, erstmal setzen wir jetzt so an und schauen dann erstmal, wie es weitergeht. Livestreams hatte ich ja gesagt gehabt, die werden wir natürlich auch machen. Genauso wie werde ich auch weiterhin die ÖPNV-News kommentieren. Ja, also da gibt es keine Änderung und die kommt dann auch immer sonntags dann. Deswegen wundert euch also nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel hier Videos schaut, ja, die ja nicht kommentiert sind oder halt eine andere Stimme dabei ist. Das sind, wie gesagt, alles Leute aus dem Team, die sich bereit erklärt haben, den Kanal weiterhin zu unterstützen. Ja, und das ist ein riesengroßer Schritt. Auch für mich ist das, ich muss das Ganze ja ein bisschen abgeben, aus den Händen geben. Fällt mir mega schwer, aber ich denke mal, das ist an sich so die beste Idee, ja, sodass wir halt weiterhin täglich hier mal Videos auf dem Kanal haben. Und dann schauen wir mal, entweder gefällt es euch oder ihr müsst dann halt wirklich dann alle 2 Tage mal anschalten, wenn dann von mir ein Video kommt. Ich werde weiterhin drauf versuchen, natürlich den Content immer so ein bisschen zu mischen, nicht halt immer nur Omsi zu machen, sondern vielleicht, wie gesagt, Lotus Train Simulator oder sowas. Ja, also dementsprechend passt mir das Ganze ganz gut. Dass dann zum Beispiel, ja, der Dennis dann sich wahrscheinlich eher so in dem Omsi-Bereich so rumgeht. Vielleicht ein Fernbus-Simulator, keine Ahnung, oder Tourist-Bus. Und der Fasus sich eher so auf Zugsimulation spezialisiert hat, so à la Train Simulator, Train Sim World. Und somit haben wir eigentlich da 2 Kollegen, die sich hier eigentlich ja, sich gut miteinander austauschen können, wie sie es haben wollen. So, die EZB endet, bestätigen das Ganze schon mal. 130, haben wir noch ein bisschen Zeit zu. Solange das rote G noch nicht anspringt, können wir hier weiterrollen. Passt das Ganze. So, da springt es halt aus. Hier ist mir ein bisschen aufgefallen, dass hier tatsächlich ein paar Bugs drin sind. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt bis dato jetzt ein Update gab. Das ist halt immer so ein bisschen ein Nachteil, wenn man das Ganze nicht über Steam sich besorgt oder runterladen kann, sondern das halt immer von Webseiten runterlädt. Man muss halt immer selber manuell nachschauen, ob es dafür ein Update gab oder nicht.
In der Version, die ich jetzt hier aktuell habe, stecken hier leider ein paar Aufgabenfehler drin. Deswegen fahren wir heute nämlich diese Aufgabe hier im Regen. Es gibt nämlich eine wunderschöne 15-Minuten-Aufgabe, die hätte ich gerne präsentiert. Allerdings ist sie kaputt. Du hast irgendwann keine Zugkontrolle mehr. Du kannst nichts mehr einstellen. Ja, der Zug fährt ungebremst einfach überall vorbei. Kannst selber natürlich auch nicht bremsen. Das funktioniert gar nicht. Eine andere Aufgabe, fehlt irgendeine Datei. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schade. Und ja, wie gesagt, hier springt es dann auch einfach komplett aus. Aber hier weiß ich halt nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das halt so geplant ist. Ja, normalerweise hätte er ja bei 0 sein müssen, oder? Bis der ausspringt. Der war bei 5000 gewesen oder irgendwie sowas. Naja. So, hier haben wir eine riesen Gleisanlage. Ihr seht das Ganze schon hier, ne? Das ist unglaublich, wie riesig das Ganze hier ist. Warte mal, wir gehen mal hier so ein bisschen raus. Guckt euch hier diese riesige Gleisanlage an. Das ist Wahnsinn, wie viele Gleise hier sind. Also das sieht man so nicht alle Tage. Ja, ich würde schon fast behaupten, das ist einer der größten, Also hier kannst du auf jeden Fall die Züge austauschen, bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist riesig. Auf jeden Fall interessant. Ja. Steht, glaube ich, auch im Text drin von RSSLO, dass sie ja da halt so versuchen, das Ganze natürlich so gleistechnisch natürlich originalgetreu nachzubauen und alles sowas. Müsst ihr mal auf jeden Fall mal reinlesen. So, da kommt auch schon Wels. Deswegen gehen wir mal so langsam mal in die Bremsung. Aber allerdings auch nicht zu früh hier. Sonst gönnen wir hier extrem langsam in den Bahnhof ein. Das wollen wir natürlich auch nicht. Man sitzt ja noch 1,2 Kilometer. Guckt euch das an. Ja, du siehst nur rote Signale hier. Das ist schon. Das sieht richtig gut aus. Sodale. Natürlich wieder zu früh gebremst hier. Jetzt können wir hier durchrollen. Und natürlich nicht, dass hier irgendein Hänger draußen steht oder sowas. Deswegen hier mit 40. Ich finde 40 ist auch eine Geschwindigkeit, damit kann man leben. Sand, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. So, und stehen perfekt drinne hier in unserem Bahnhof von Rels. So, sieht das ganz gut aus. Ja, perfekt. Kann sich so sehen lassen. Ja. Und hier sehen wir natürlich hier den Rels Bahnhof. Ja, das ist schon... Das sieht richtig gut aus. Ja, Train Simulator, man merkt aber, dass er langsam so in die Jahre kommt. Ne? So, ich meine, so qualitätstechnisch hier, die ganzen Gebäude und sowas, die sehen extrem gut aus. Ja. Hier vorne natürlich noch ein bisschen mehr 3D als hier hinten. Ne? Hier hinten sind bloß noch diese 2D-Texturen. Aber obwohl, wenn man so eine Qualität zumindest bei Omsi erwarten könnte, dann, oder Lotus, ja, dann wäre das großartig. Ja. Aber naja, so ist es. Aber hier schaut aus wie Wels an. Das sieht schon... extrem gut aus. Wenn ihr daherkommt, dann könnt ihr mal gerne mal schreiben, ob das halt realistisch oder eher weniger realistisch ist. Würde mich persönlich mal mega interessieren. Wahrscheinlich den einen oder anderen auch. Also, wie gesagt, wenn ihr daherkommt und ihr wisst es, wie es da hier so ungefähr ausschaut, gerne in die Kommentare damit. So, aber wir können schon wieder weiter.
So, schon gemerkt hier, Radschlupf. Deswegen geben wir mal ein bisschen Sand drauf. Ja, noch ein bisschen mehr Schub und noch mal ein bisschen Sand. Und dann mit verlassen wir die Rails. Die SIF hat mir hier auch schon einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht. War dann einfach der Meinung gewesen, ach, ich gebe dir eine SIFA-Zwangsbremsung, weil du die SIFA-Taste nicht gedrückt hast. Aber habe ich die ganze Zeit auf den Q-Taste rauf gesmashed, bis zum geht nicht mehr. Ja, ist nicht. Ist nicht. So, wundervoll. So, Antnang, Puchheim. Sind wir jetzt 30 Kilometer. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, ja. Aber wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne. So einen Namen lesen. Hei, 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 hei. So, wundervoll. Jetzt können wir auch ein bisschen schneller hier. Können wir vielleicht noch ein bisschen sanden hier. Dann passt das. Wenn man also anfängt da rumzuschaukeln hier. Das ausschaut, hat er jetzt Grip. Und damit sind wir wieder in der LZB. Das heißt, Knüppel auf den Tisch und machen lassen. Wenn wir pünktlich waren, gar nicht drauf geachtet. Aber was heißt schon pünktlich bei der Deutschen Bahn? Ja, oder wahrscheinlich auch bei der ÖBB wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Ein paar Nachladesteher haben wir hier drin, ja, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, so ein Offscreen habe ich diese Probleme tatsächlich nicht gehabt. Aber ich bin schon schneller als letztes Mal, weil hier kam mir nämlich ein Zug entgegen. Bei Baubau oder Bauhau. Da kommt er nämlich. So ein Ticken schneller auf jeden Fall sind wir allemal. 230. Nächster Abschnitt. LZB. Aber erstmal müssen wir jetzt hier die 10 Kilometer noch abwarten hier. So, genau. Und das wär's denn. Ja, das ist die neue Strecke. Und da könnt ihr mir sagen, was er will. Das ist auch fein gedeutscht. Da könnt ihr mir sagen, was er will. Das ist schon extremst klasse. Oh, mein Kaffee ist leer. Ja, also wisst dann soweit Bescheid. Also wenn ihr diese Woche Videos schaut hier auf ÖPNV-Simulation, wundert euch dann also nicht, dass es unkommentiert ist oder eine andere Stimme. Ja, meine Stimme ist natürlich aber auch mit dabei die Woche. Und dann gucken wir, wohin sich das Ganze entwickelt. Tramsim hat nun auch endlich einen Release-Termin. Da werden wir gucken, am 29. Oktober, wie wir das Ganze dann machen. Wie wir denn, ob wir denn das Ganze per Livestream machen.
Hoffen natürlich vielleicht, dass uns Vue-App ja vielleicht vorab schon mal eine Version irgendwie da lässt. Ja, das wäre natürlich großartig. Wenn wir dann zum Release dann halt ein Video veröffentlichen könnten und abends zum Beispiel einen Livestream, das wäre natürlich noch gigantischer, ja. Aber da müssen wir halt schauen, wie es da vonstatten geht. So, wir können schon mal SIFA bestätigen und schon mal das Licht heller machen, ab in den Tunnel. So, wundervoll. So, offiziell dürfen wir jetzt zu 230 fahren. So, aber da kommt schon wieder die Ankündigung 200, also kann man eigentlich auch schon wieder runterbremsen. Aber wir sind ja auch schon 12 Kilometer wieder da. Passt das Ganze. So, G springt an. Das tut das jetzt relativ wenig, weil wir sind bei 200. Brauchen die Geschwindigkeit nicht zu reduzieren. So, jetzt haben wir ja, 160, 7200 Kilometer. Können wir noch ein bisschen durchheizen. Wollen wir jetzt hier gleich abrupt abbremsen. Sobald das G anspringt, dann sollte man langsam bremsen. SIFA. Solange ziehen wir jetzt hier noch voll durch, so wie wir können. So, bestätigen wir nochmal die SIFA. Gehen wir nochmal volles Licht hier ab in den Tunnel. Könnte schon mal ein bisschen Schub wegnehmen. So, haben wir schon mal runtergebremst auf 160 hier. So, bestätigen, dass die LCP endet. Gibt es eine Zwangsbremsung? Geschwindigkeit brauchen wir nicht, haben wir. Juckt uns alles nicht. Und da sind wir ja auch schon wieder fast
Angekommen an unserem Ziel. So läuft das. So, aber wir können schon mal den Schub wegnehmen. Wie gesagt, das können wir eigentlich. Reicht jetzt, wenn wir ausrollen. Ein bisschen umweltschonend fahren. 80. Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist leider eigentlich nicht zu spaßen normalerweise. Normalerweise zeigt dir nämlich die Geschwindigkeit nämlich an, dass du halt rechtzeitig runterbremsen musst. Bist du nämlich über den Wert, dann kriegst du eine Zwangsbremsung. Aber das wird hier leider alles nicht simuliert. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Lok liegt. So, wunderschön. Zug beeinflussen. So, wie schaut's aus? 57, wir sind sogar pünktlich. Na Mensch, was ist los? Oh ne, wir sind. Jetzt kommen wir wieder zu spät, aber wohl. Was heißt zu spät? Wir sind im Bahnhof drin, laut Uhrzeit. Nun nicht die Türen offen. So Leute, und damit endet dieses Szenario. Nochmals großes, großes Dankeschön an RSSLO für das Bereitstellen des Keys von freilassigen Linz. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Ich hoffe, dieses Video zeigt so ein bisschen, ja, dass es extrem hübsch gebaut ist alles. Also ich kann es wirklich absolut empfehlen. Schaut es, wie gesagt, da vorbei. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung direkt zum Kaufbutton. Dorthin zur Produktseite, da könnt ihr, wie gesagt, das Ganze dann dementsprechend kaufen. Schaut es auch, wie gesagt, dort mal bei den anderen Produkten vorbei, denn alles, was bis jetzt RSSLO so veröffentlicht hat, sind wirklich extrem hübsche Add-ons für den Train Simulator. Ob jetzt so 2020, 2021, 2019, ja, die kann man sich definitiv alle mal anschauen. Also wie gesagt, guckt es da auf jeden Fall vorbei, ne? Und dann ja, hoffen wir mal, dass wir hier vielleicht noch das ein oder andere Szenario hier sehen. Ich halte euch auf den Laufenden, falls es hier einen neuen Patch gibt. Ne, vielleicht sind dann die Szenarios dann dementsprechend dann verfügbar. Und dann werden wir uns die dementsprechend dann auch nochmal angucken. Vielleicht sehen wir den ja auch mal hier im Train Simulator. So macht man das. Ganze 1000 Punkte haben wir. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.